Ich hab keine kreative Idee. Soll ich mit Brille oder ohne? Hallo? Okay, dann kann ich jetzt anfangen. Aber bin ich schon an? Okay. Guten Abend, Genossen und Genossinnen an den Bildschirmen daheim. Es folgt die aktuelle Kamera mit Berichten aus dem Zeitgeschehen. Danach kommen wir Ihnen dann ganz anders, nämlich mit der Wiederholung der Sendung The Dean of Germany flirt mit Rot. Raphael Dwinger wird hierfür in die Rolle des Dean Reed schlüpfen und auch meine Person werden Sie wiedererkennen. Sie sind herzlich eingeladen, in der kommenden halben Stunde unser Gast am Bildschirm zu sein. Guten Abend, Genossinnen und Genossen. Hier ist das einzige deutsche Fernsehen mit einer Sondersendung. Es ist der 14. Juni 1986. Die einzige Nachricht im Überblick. Dean Reed ist verschwunden. Der Sänger, Schauspieler und Regisseur war auf dem Weg zu einem beruflichen Termin, bei dem er nicht angekommen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Volkspolizeidienststelle entgegen. Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur fünften Ausgabe von The Dean of Germany, der großen Musik- und Spielshow über das Leben von Dean Reed. Ich freue mich wieder ganz herzlich für Sie, dass Sie heute Abend dabei sind. Mein Name ist immer noch Gerhard Werner, der Moderator Ihres Vertrauens. Ich werde Sie wie immer sicher durch diesen Abend führen. Wir zeichnen in 6 Shows für Sie mit 6 verschiedenen Deans die abenteuerliche Lebensreise von Dean Reed. Von Denver, Colorado über 4 Kontinente bis nach Berlin, Hauptstadt der DDR, nach. Und dann, im großen Finale am 6. Mai, werden endlich alle Deans gegeneinander antreten und es wird der einzige, der beste, der Dean of Germany gekrönt. Und dabei können Sie dabei sein, meine Damen und Herren. Wir verlosen in jeder Show einen Platz in der Jury unter allen Leuten, die uns eine kleine Spende zukommen lassen. Schreiben Sie einfach beim Spenden Ihre E-Mail-Adresse dazu und mit ein bisschen Glück sitzen Sie am 6. Mai hier mit uns im Studio. Jetzt aber zum heutigen Song. Dean hat Heimweh und will nach Hause. Er ist ein großer Star in Osteuropa, aber zu Hause in Denver weiß das kaum jemand. Und wie immer werden unsere beiden musikalischen Leiter Chris und Klaas uns in die Materie einführen. Herzlich willkommen zu Der Song in 30 Sekunden mit Klaas und Chris. Der Song in 30 Sekunden mit Klaas und Chris. Toffer. Unser heutiger Song ist ein Hidden Gem, wie man in Amerika sagt. Ein versteckter Diamant, ein Wolf im Schafspelz. Ein Song so vielschichtig und komplex, dass es ihn eigentlich gar nicht geben dürfte. Nobody knows me back in my hometown. Niemand kennt mich in meiner Heimatstadt, singt der Weltstar Dean Reed zu einer vergleichbar einfachen Country-Melodie und schafft damit einen Klassiker. Was für ein Coup. Dean Reed singt, dass ihn niemand kennt und der Song geht um die Welt, sodass ihn jeder kennt. Hast du nicht gehört, dass ich verschwunden bin? Dann muss ich auch nicht mehr einsetzen. Komm schon, du kannst das. Ja. Ja, ich kann das, weil... I mean, I'm good, right? Ja, du bist gut. Ja, du bist gut. Könntet ihr das mit ein bisschen mehr Begeisterung sagen? Das wird mir viel bedeuten. Warum? Na, ich bin Showman. Ich brauche Begeisterung. Gerade jetzt, wo die Show vorbei ist. Wisst ihr, ich habe... Jahrelang habe ich auf Bühnen gestanden und wurde von Tausenden von Leuten beklatscht, aber wisst ihr, Erich und Erich, also meine Buddies aus dem Politbüro, die, wie soll ich sagen,
Die haben den Rock'n'Roll nicht gerade erfunden und ich war eher eine... Eine Marionette? Nein! Ein ziemlich cooler Typ hat mal gesagt, ich kann jederzeit ein Schwert nehmen und damit 360 Grad um meinen Kopf herumschlagen und ich würde keine Fäden dabei treffen. Wer war dieser coole Typ? Ich. Klar. Wollen wir den Song nochmal? Gut. Unter einer Bedingung. Ihr klatscht mit. Well, back in Colorado in old... Wisst ihr, was ich auf den Tod nicht ausstehen kann an euch Deutschen? Ist wirklich das Einzige, dass ihr immer auf die 1 und die 3 klatscht. So, wir machen das jetzt nochmal und ihr überlegt euch, auf welche Zählzeiten man noch so klatschen kann. Außer auf 1 und 3. Well, back in Colorado in those days when I was young, I had my hopes and dreams of fame like most and everyone. So I left home with my songs to sing and fame I finally found, but nobody knows me back in my hometown. Nobody knows me back in my hometown. My name is known in half the world and I'm called a superstar. I shook the hands of presidents, I've traveled near and far. But deep inside I feel a hurt that sometimes gets me down. Nobody knows me back in my hometown. Nobody knows me back in my hometown. Hi, I'm Dean. James Dean. Ich soll was sagen über ihn, den anderen, von Dean zu Dean, weil wir beide ja jung gestorben? Ist er nicht. Er mittelalt und married. Damn. Er hat aufs bessere Pferd gesetzt und nicht wie ich auf einen ziemlich tollen Sportwagen. Was haben wir also gemeinsam? Wahrscheinlich, dass wir beide amerikanische Rebels waren, wie es im Buche steht. Falls so etwas in der GDR in Büchern steht, falls überhaupt Bücher, you know what I mean. Wenn ich etwas länger gelebt hätte, dann hätte ich mir auch mal den Kommunismus angeschaut. Süßer Rum und schwere Zigarren, heiße Nächte in Kuba. In der Tiefe der Nacht, das monotone Trommeln der Tambourins, gong, gong, sinnlich und suggestiv. Tätowierte Körper und Visionen von Orgien. Das Publikum tobt und jubelt einer Tänzerin zu. Endlose Feiern. Und Money for everyone. Oder No money for no one. Was soll daran falsch sein? Ich hätte dem Communism mit diesem Sweet Candy Blick hier. Hätte ich den Communism angeschaut und gesagt: Hey, Communism. Howdy. Und deswegen hat Dean auch my respect, weil er hat einen legendären Flirt hingelegt mit dem unamerikanischsten Ding ever. Bisschen zu weit geflirtet, yes, aber wie heißt es so schön? In der Liebe ist es wie mit einem Porsche Spider. Wenn du den beschissenen Ford zu spät siehst, ist es zu spät und du bist dran. Und wenn dieser fucking Ford eben Lenin ist, da kannst du gar nicht früh genug bremsen. Oder so ähnlich. Whatever, I don't know. Ich bin zu jung für gute Sprichwörter. Bitte geh da nicht raus. Das ist mein Job. Es war gestern, sind wieder 35 von diesen Briefen gekommen. Was denn für Briefe? Ach, so weißt du ganz genau, die Briefe aus Amerika. Fanpost. Was soll das denn?
Die Leute nenne ich ein rotes Schwein, die wünschen dir den Tod. Man muss sich eben mit allen Menschen beschäftigen. Du musst das nicht lesen. Wir müssen jetzt auftreten. Lies bitte diese Briefe nicht. Du verachtest mich doch. Bitte hör doch mal auf, das wird uns nirgendwo. Nein, ich kann es riechen. Du denkst, dass ich am Boden bin, wo du mich immer haben wolltest. Du bist krank, du lässt mich klein haben, so klein, dass du mich in die Tasche stecken darfst. Sei dein Vater. Sprich nicht von meinem Vater. Warum? Nein, das musst du einfach rauslassen. Du bist immer noch kränker und kränker. Du musst einfach mal rauslassen. Nein, schlag einfach. Sprich das doch einfach aus. Nein, er hat sich erschossen. Du musst das einfach sagen. Dean, kommst du bitte zurück? Ladies and Gentlemen, mein Name ist Mike Wallace, heute zu Gast in 60 Minutes, ein ganz besonderer Mensch, Dean Reed aus Denver, Colorado. Heute ein großer Star hinter dem Iron Curtain und jetzt zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder in seiner Heimat. Wow, what a story. Wie geht's dir, Dean? Great, danke Mike. Ich freue mich hier zu sein. By the way, Dean, wie stehst du zur Berliner Mauer? Wie kommst du jetzt auf die Mauer, Mike? Weil du in dem Staat lebst, der sie erbaut hat. Die Frage war nicht abgesprochen. Soweit ich weiß, war der Bau der Mauer auch nicht abgesprochen, Dean. Also gut, die Mauer war notwendig, musste gebaut werden, um das große Experiment Sozialismus zu ermöglichen. Manchmal müssen eben Einschränkungen her, die dann zum Besten aller sind. Sie verteidigen also den Bau der Mauer. Wann sind 60 Minutes eigentlich um? Nach einer Stunde. Amerikas Flagge ist mit Blut beschmutzt, das müssen Sie doch zugeben. Bei einer Blitzumfrage unter unseren Zuschauern haben Sie auf einer Sympathieskala von 1 bis 10 eine 0. Soll ich Ihnen ein paar Briefe vorlesen, die uns erreicht haben? Später vielleicht. Möchten Sie noch etwas sagen? Nein. Ich möchte noch etwas singen. Ladies and Gentlemen, das waren 60 Minutes in 60 Seconds. Mein Name ist Mike Wallace, heute zu Gast war Dean Reed. Und er möchte nichts mehr zum Bau der Mauer sagen. Er möchte lieber etwas singen. Well, back in Colorado in those days when I was young, I had my hopes and dreams of fame like most and everyone. So I left home with my songs to sing and fame I finally found. Nobody knows me back in my hometown. Nobody knows me back in my hometown. My name is known in half the world and I'm called a superstar. I shook the hands of presidents, I've traveled near and far. But deep inside I feel a hurt that sometimes gets me down. Nobody knows me back in my hometown. Nobody knows me back in my hometown. Made my share in movies and I've seen my name in lights. I've done what others dream about on long cold winter nights. Climbed the ladder of success with that good old country sound. But nobody knows me back in my hometown. Nobody knows me back in my hometown. Oh, nobody knows me back in my hometown. Back in my hometown. Oh, nobody knows me back in my hometown. Nobody knows me back in my hometown. Nobody knows me back in my hometown. Hier ist wieder das einzige deutsche Fernsehen mit der aktuellen Sondersendung. Es ist der 15. Juni 1986. Die einzige aktuelle Nachricht im Überblick. Dean Reed ist tot. Der Sänger, Schauspieler und Regisseur
wurde nach mehrtägiger Suche in einem See in der Nähe seines Wohnhauses gefunden. Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus. Dean Reed, geboren 1938 in Denver, Colorado in den USA, wurde 48 Jahre alt und hinterlässt eine trauernde Ehefrau und zwei Kinder aus vorangegangenen Ehen. Der stellvertretende Kulturminister Horst Pehnert würdigte Dean Reed in einer ersten Pressemitteilung als Künstler und Kämpfer, der sein Talent in den Dienst des Friedens und Fortschritts gestellt habe. Okay. Ihr könnt sagen, ihr habt gewonnen. Ihr könnt sagen, die Zeit ist über ihn hinweggegangen. Der Sozialismus, von dem er gesungen hat, wo ist er heute? Auf dem Müllhaufen der Geschichte. Und okay, ich gebe gerne zu, unser Sozialismus damals, das war nicht der beste Sozialismus, den man sich vorstellen kann. Es war zu sehr der Sozialismus von alten weißen Männern, die ihre Hüfte nicht mehr richtig kreisen lassen konnten. Denn eines, Comrades, weiß ich. Ohne Hüftschwung kann der Sozialismus niemals siegen. Aber noch etwas weiß ich. Ein Kapitalismus ohne Alternative ist die schlimmste Krankheit. Ich fehle euch. Ja, ihr wisst es noch nicht, aber ich fehle euch. Naja, ich fehle euch sogar sehr. Denn erst wenn ihr den letzten Witz gemacht habt über meinen old-fashioned Idealism, werdet ihr merken, dass der Kapitalismus eure Seelen gegessen hat. Und dass ihr Tote seid. In einer toten Welt. I am a poor, wildfire and stranger. Traveling through this world alone, there is no sickness, toil, no danger in that fair land to which I go. I'm going home to see my mother. I'm going. I am just going home. I know dark clouds will hover o'er me. I know my path, the way is rough and steep, but golden lie out before me, where weary eyes no more shall weep. I'm going home to see my father. I'm going home, no more to roam. I am just going over Jordan. I am just going over home. Und damit sind wir schon wieder am Ende der fünften Ausgabe von The Dean of Germany. Die nächste Ausgabe am kommenden Dienstag, dem 4. Mai, wieder um 21 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Für die Jury qualifiziert hat sich heute Lilian Pradelski. Wir freuen uns auf dich, Lilian. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gesund. Ihr Gerhard Werner.